And this week there's a Mobility Week, and the 14th Mobility Week here in Brussels. And that is wonderful because today the Commission, the Council and the Parliament together, they made the way by bike. And if I would have told you that 14 years ago, you would have said, continue dreaming. But that is now reality. And Violeta Bulz and François Bausch and me as the chair of the Transport Committee, we are always cycling all the day, not only if there is a photograph or a camera. In dieser Woche haben wir die 14. Mobility Week. Und wenn ich gesagt hätte, vor 14 Jahren, hier werden die Kommission, der Rat und das Parlament zusammen eine Biking-Tour machen, hätte man mich ausgelacht und man hätte gesagt, träum weiter. Aber das ist eine einzigartige Situation in diesem Jahr. Violeta Bulz, die Kommissarin, François Bausch, der Ratspräsident für Verkehr aus Luxemburg, der Verkehrsminister, und ich als Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr. Wir alle sind auch tägliche Fahrradfahrer, nicht nur, wenn die Kamera da ist. Insofern war das eine wunderbare Situation, denn wir wissen, ohne eine Änderung der Mobilität werden wir den Klimawandel nicht stoppen können. Aber wir wollen in Europa und in der ganzen Welt, wir wollen Mobilität sichern und das Klima schützen, damit unsere Kinder und deren Kinder eine Perspektive haben, auch auf diesem Planeten zu leben. Deshalb lasst uns Fahrrad fahren. Das ist die Zukunft für uns alle in Europa. Vielen Dank.